West Coast IPA von der Südcoast aus Afrika, jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt wie ich die letzten Tage ein bisschen in der Sonne genossen. Bei mir war es vielleicht ein bisschen viel Sonne, aber ich habe zumindest das, was ich draußen gemacht habe, sehr genossen und viel Sonne. Da bin ich eigentlich in Wahrheit schon im Umfeld der heutigen Brauerei. Es geht mal wieder nach Südafrika zur Cape Brewing Company. Und da habe ich ja die Brewers Reserve bekommen. Und von der Südcoast gibt es jetzt ein West Coast IPA. Und 6,5 Volumenprozent Alkohol und 55 Bittereinheiten. Und man möchte sich das bitte gerade auf der Zunge zergehen lassen. Ich hatte ja das Weißbier, das hatte 65 Bittereinheiten. Und dass ein Weißbier aus derselben Brauerei mehr Bittereinheiten hat wie das West Coast IPA, ich glaube, da werden wir auf der Welt nicht viele Brauereien finden. Allerdings, das vielleicht nochmal als Nachtrag zur Cape Brewing Company. Die haben unfassbar viele Weißbiere auf der Karte bzw. auf der Website. Ich habe das nochmal mir angeschaut und möglicherweise haben die da irgendwie einen deutschen Braumeister. Ich muss das nochmal ein bisschen genauer erforschen. Ich schaue mir jetzt aber das West Coast IPA an, American Style. Welcher Hopfen drin ist, wird nicht verraten. Allerdings auf der Homepage ist so der gesamte Fruchtkorb von Baloo dem Bären drauf. Und ja, ich glaube, wir haben alles gesehen. Dann wollen wir mal schauen, was der Inhalt so bringt. So, ja, das ist ganz, ganz leicht getrübt. Schöner, kräftiger, goldener, leicht orangefarbener Bierkörper unten. Zwei Finger breit, Schaum oben drauf, schön fluffig, oh, haftet mittelprächtig, mittel bis mittlere Pore. Und ja, aha. Ah, das ist ein spannendes Aromaprofil. Es hat ein bisschen Krebsfrucht, es hat ein bisschen tropische Frucht, aber nicht zu viel. Zitrusfrüchte sind schon drin, aber wie gesagt, sehr schaumgebremst. Vielleicht ist das genau der Ursache, wo schaumgebremst herkommt. Dass die Aromen vom Schaum gebremst werden. Vielleicht ist es das. Karamell und also ein bisschen Pinie ist da noch mit drin. Ja, ich würde sagen, cheers. Und das ist jetzt spannend. Das Bier hat 55 Bittereinheiten, was für ein West Coast IPA meiner Meinung nach so ein bisschen der untere Rand ist. Und da ist jetzt die Bittere sehr passend. Also passend im Sinne von das, was ich schmecke, passt zu der Angabe 55 IBUs. Es hat die Zitrusfrucht, es hat viel Grapefrucht drin, viel Säure davon. Ein bisschen Karamellmalz, hat ein schönes, kräftiges Mundgefühl, vielleicht ein bisschen grasiger Hopfen noch mit dabei, aber ansonsten ist das ein sehr straightes, sehr geradliniges West Coast IPA. Hat einen sehr angenehmen, mittleren, malzigen Körper. Es ist tatsächlich eher ein IPA, was so ein bisschen mehr auf der malzigen Seite zu Hause ist und dann auf der anderen Seite, jetzt kommt noch so ein bisschen leichte, harzige Noten mit rein, ein bisschen Pinie auch mit dabei. Ich vermisse ganz ehrlich, so für die West Coast IPAs vermisse ich ein bisschen die Frucht. Mittlerer Körper hatte ich schon gesagt, leicht cremige Textur. Sehr durchschnittliche Kohlensäure, wie sich das für ein West Coast IPA gehört. Und hinten raus schön harzig. Es wird ein bisschen trockener und die Bittere, die hängt dann richtig schön im Mundraum drin. Und jetzt kommt zumindest eine Frucht, die Zitrone kommt noch ein bisschen rein mit so einer Zitronenschalennote.
Und die hilft vielleicht der Bittere ein bisschen, ja, da ausgeglichen zu werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, schönes Bier. Für mich jetzt, wenn man schon West Coast IPA draufschreibt, sollte vielleicht ein bisschen mehr West Coast drin sein. Aber trotz alledem, die Brewmasters Reserve bis jetzt für mich sehr überzeugend von der Cape Brewing Company. Und deshalb gibt es für dieses West Coast IPA von ProbierTV 3,5 Punkte für das West Coast IPA der Cape Brewing Company aus Paarl in Südafrika. Und ich habe noch zwei Biere von der Brauerei und zumindest eins will ich davon noch mindestens auf den Kanal bringen. Dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.